Derzeit bestimmen Bitcoin und die sogenannten Meme-Aktien, also AMC, GameStop etc. die Schlagzeilen. Aber der S&P 500, der ist am Allzeithoch, kämpft. Ist das eine Falle für die Bullen, eine Falle für die Bären? Wir wollen uns da gleich ein paar Dinge mal anschauen. Aber es gibt Seltsamkeiten, Auffälligkeiten, vor allem was Bitcoin betrifft. Das wollen wir uns dann etwas später im Video anschauen. Zunächst mal zu den Aktienmärkten. Wie haben die sich geschlagen? Gestern ja so eine Achterbahnfahrt, runter, rauf, rauf, runter, runter, rauf. In der Summe letztendlich wenig verändert, wie wir hier sehen. Dow Jones minus 0,09%, S&P 500 plus 0,02%, nur die Small Caps 1,18%, also diese kleinen Werte, da ist viel wahrscheinlich so eine Art Reopening Trade der Fall. Man geht jetzt weniger in die güterproduzierenden Sektoren, sondern eher in die Dienstleistungssektoren. Wir sehen aber gleichwohl Energie gestern wieder. Bester Sektor, Consumer Discretionary, Real Estate, eigentlich defensiv, Industrial Materials, Technology und Utilities, also die Versorger. Wir sehen, dass die Renditen gefallen sind. Für US-Staatsanleihen, glaube ich, tiefster Stand seit dem März, was die 10-jährige Anleiherendite der USA betrifft. Wir sehen, dass der Ölpreis auf den höchsten Stand seit 2018 gestiegen ist. Also hier eine Mischung, da fallen die Anleiherenditen, der Ölpreis steigt aber weiter und jetzt kommt noch eine Komponente hinzu, gleich mehr dazu, die durchaus Inflationssorgen schüren könnte. Wenn wir uns die US-Indizes mal anschauen, dann sehen wir, ja, da sind wir jetzt oben an dieser Box angekommen. Gehen wir da raus beim Leitindex der Welt, beim S&P 500 oder halt nicht? Wird das ein Doppeltop? Ja oder nein, ist das der Ausbruch beim Nasdaq ETF? Sehen wir, da sind wir noch relativ weit vom Allzeithoch entfernt. Wir sind jetzt in dieser Aufwärtswedge, könnte man sagen, da irgendwo in der Mitte. Gestern ging es ja zunächst steil nach oben, dann ging es runter, dann hat man sich so einigermaßen wieder gefangen, um bei mehr oder weniger plus null, plus minus null rauszukommen. Also es ist ein bisschen eine schwierige Situation, eine Unentschlossenheit. Wahrscheinlich warten die Märkte morgen auf die US-Verbraucherpreise. Und da dürfte sicherlich einiges an Action passieren. Und wir haben natürlich, was auch diese Small Caps betrifft, einen Short Squeeze bei den sogenannten Meme Stocks, also AMC, GameStop etc. Aber vor allem jetzt der neueste Schrei sind Micro Caps. Short Basket hier von Zero Hedge, da sehen wir, das geht hier massiv nach oben. Also das sind dann noch kleinere Werte als die kleinen Werte. Es wird also jeden Tag eine ganz neue Sau durchs Dorf getrieben und wenn dann alle Säue durchs Dorf getrieben sind, dann fängt man wieder von vorne an mit der ersten Sau, die man ursprünglich durchs Dorf getrieben hatte und setzt dann die Reihenfolge wieder fort. Also es ist schon ein bisschen schräg. Wie geht es jetzt weiter am Gesamtmarkt? Das ist die Frage. Hier sehen wir den S&P 500, der oben an diesen Widerstand jetzt rangekommen ist, an dieses Allzeithoch rangekommen ist. Hier eine Einschätzung, dass in den nächsten Monaten wir in einer Range von 4.000 bis 4.300 Punkte bleiben dürften. Warum? Weil eigentlich hier die negativen Divergenzen respektive die Marktbreite nicht so da ist. Es gibt zwar wenig Grund zu verkaufen bisher, solange die Fed unterstützt, so die These. Und das ist ja die Mainstream-These, was soll denn schon passieren? Die Fed wird alles auffangen. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass diese Rallye von relativ wenigen Aktien getrieben wird. Sind wir in so einer großen Seitwärtsbewegung, die natürlich immer irgendwie nervig ist, eine positive Seitwärtsbewegung könnte man sagen, also so ein leichter Aufwärtsmove, aber nicht so wirklich dynamisch nach oben. Gestern die Volumina auch wieder dünn. Hier aber sagte Morgan Stanley's Mike Wilson, naja, also ich sehe da schon einige Probleme jetzt. Wir werden eine größere Korrektur, 10-15% beim S&P 500 bekommen, weil wir höhere Unternehmenssteuern sehen werden, weil dieser Taper Talk früher oder später kommt. Also die Fed zeitnah wahrscheinlich anfangen wird, über die Reduzierung der Anleihekäufe zu sprechen. Und weil die Earnings-Erwartungen, also die Gewinnerwartungen für die Berichtssaison ein bisschen sehr hoch sind. Und da gibt es gute Gründe, dass man erwarten kann, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Dazu gleich mehr. Aber jetzt kommen wir zunächst mal zu Bitcoin. Das ist ja gestern ziemlich stark abgesagt, bis um und bei 31.000 Dollar. Kann sich jetzt ein bisschen erholen. Wir sind letzter Stand jetzt, seit ich geguckt habe, 34.000 Dollar. Hier sehen wir mal, dass Bitcoin sich ganz ähnlich verhält wie diese Meme-Stocks. Also AMC, GameStop und Konsorten. Oben sehen wir die Meme-Stocks, unten sehen wir Bitcoin. Die haben also die Meme-Stocks haben eine ähnliche Entwicklung genommen, haben etwa einen Vorlauf von einem Monat laut diesem Chart.
Das könnte bedeuten für die Freunde des Bitcoin, dass es bald wieder aufwärts geht, dass wir das Tief gesehen haben. Auf der anderen Seite sieht Bitcoin charttechnisch nicht so richtig hübsch aus, muss man sagen. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist das, was sozusagen die Gemüter bewegt. Tesla zum Beispiel ist jetzt schon ein bisschen unter Wasser mit der gekauften Bitcoin-Position. MicroStrategy hat ja gestern verkündet, jetzt aufstocken zu wollen, diese Unternehmensanleihe, die man begibt, um dann Bitcoin zu kaufen von 4 auf 500 Millionen. Die Nachfrage, so heißt es, lag bei 1,5 Milliarden, also das Dreifache. Die Leute sind scheinbar heiß, hier Unternehmensanleihen von MicroStrategy zu kaufen, damit die dann wiederum Bitcoin kaufen können. Alles wunderbar. Und die zweite Analogie bei Bitcoin, statt nur die Meme-Aktien, gibt es auch jetzt zuletzt eine Parallele zum US. Dollar, kaum zu glauben, nämlich zum Dollar-Index. Hier sehen wir, dass Bitcoin und eben der Dollar beide im Prinzip seit März unter Druck sind mit ähnlichen Kursverläufen. Also das geht eher für beide zusammen nach unten. Ob es weiter nach unten geht, gerade für den Dollar, das wird sich wahrscheinlich morgen zeigen mit den US-Verbraucherpreisen. Aber schon überraschend, weil Bitcoin wird ja gegen den Dollar gehandelt. Dass beide relativ parallel unter Druck kommen, das ist schon erstaunlich. Ja, die Verbraucherpreise morgen aus den USA. Heute Nacht haben wir schon mal Verbraucherpreise aus China bekommen mit 1,3% zum Vorjahresmonat, ein Ticken unter der Erwartung. Also alles entspannt, alles Sutsche. Schauen wir uns mal die Erzeugerpreise an. Da sehen wir, die sind um 9% gestiegen, 9,0%, Erwartung war etwas knapp über 8%. Das ist schon ein herber Anstieg, das heißt die Kosten für die Unternehmen, die Preise, die die Unternehmen oder die Kosten, die die Unternehmen haben, die Inputkosten, die steigen immer weiter. Wenn also die Erzeugerpreise um 9% steigen, aber die Verbraucherpreise nur um 1,3% steigen, dann heißt das, dass die Margen der Firmen nicht besonders gut aussehen. Jetzt hat man gesagt seitens der chinesischen Regierung, ja, wir wollen Preiskontrollen einführen, wir wollen, dass die Preise nicht durch die Decke schießen bei Mais, Weizen, Schweinefleisch und anderen, auch Kohle will man hier kontrollieren. Zero Hedge schreibt dazu, naja, jetzt wo China die Preise kontrolliert, werden wir wahrscheinlich noch viel mehr Lieferengpässe sehen, weil dann letztendlich solche staatlichen Eingriffe meistens zu Mangel führen. Das könnte durchaus ein interessanter Punkt sein. Hier sehen wir mal, dass die Corporate Profits in China ohnehin hier zuletzt ein bisschen unter Druck gekommen sind, aber wir sehen vor allem den Margin Proxy, also CPI minus PPI, also praktisch Verbraucherpreise minus Erzeugerpreise. Das sieht nicht gut aus, die Erzeugerpreise steigen massiv, die Verbraucherpreise steigen nicht so massiv. Irgendwer muss diese Differenz bezahlen, das sind normalerweise die Firmen. Das geht also in die Marge und wir haben ein ähnliches Phänomen unten in dieser Grafik, die ich gestern schon gezeigt hatte, die Verbraucherpreise in den USA auch niedriger als die Erzeugerpreise. Das frisst Marge und das ist wieder dieses Argument, was Mike Wilson gebraucht hat. Wir werden wahrscheinlich, was die Earnings betrifft, was die Gewinne betrifft der Unternehmen, Enttäuschungen sehen, eben weil die Kosten etwas schneller steigen, als die Unternehmen an die Verbraucher weitergeben können. Das könnte sozusagen ein wichtiger Punkt werden. Anfang Juli beginnt ja die Berichtssaison. Und jetzt ist die Frage, was macht die Fed aus dieser ganzen Geschichte? Immer mehr ehemalige Notenbanker äußern sich, zum Beispiel Donald Cohen, ehemaliger Fed-Vizechef, der gesagt hat hier, die Fed ist nicht wirklich gut positioniert jetzt, um mit weiter steigender Inflation umgehen zu können. Er sieht diese Inflationsgefahren dauerhafter. Mohammed El-Erian kommentiert, ja, das ist ja wirklich jetzt eine ganze Reihe von ehemaligen Notenbankern, Bill Dudley war kürzlich, andere haben sich auch geäußert. Am Anfang waren es nur ganz wenige, die gegenüber der Fed kritisch waren. Jetzt wird der Chor immer größer und lauter und das sorgt natürlich auch für Druck auf die Fed, hier langsam mal zu agieren. Wir haben dann eben auch vom Jobmarkt tendenziell inflationäre Zeichen gesehen. Gestern die Job Openings mit weit über 9 Millionen, höchster jemals erzielter Wert. Das heißt, da sind viele Jobs, die zur Verfügung stehen. Jetzt sehen wir aber auch, dass sehr viele Leute ihre Jobs verlassen, weil sie glauben, ich finde einen anderen und einen besser bezahlten Job. Auch das könnte für diese Lohnpreisspirale sorgen. Wie gesagt, morgen die Verbraucherpreise, das wird ganz wichtig, aber wir sehen, dass dieses fehlende Puzzleteil neben Rohstoffpreisen etc.
nämlich die Löhne durchaus anziehen könnten. Kommen wir noch abschließend zur Politik, was für die Märkte auch wichtig ist, dieses ganze Infrastrukturprogramm. Es gibt ja diese Verhandlungen zwischen beiden, respektive den Demokraten und den Republikanern. Die wurden zwischenzeitlich abgebrochen. Dann hat Biden versucht, das Ganze wieder hinzubekommen. Man hat sich wieder zusammengesetzt. Jetzt sagt man, ja, okay, wir haben schon einige Fortschritte gemacht, aber es ist schwierig, es bleibt schwierig. Wie kommt das Ganze? Werden die Demokraten den Alleingang machen mit der sogenannten Reconciliation, also praktisch, dass man eben eine 50 Stimmen im Senat ausreichen würden. All das hat durchaus Implikationen politischer Natur, wäre eigentlich für die Demokraten eher der unbequeme Weg, aber wenn es sein muss, macht man alles. Insgesamt würde dieses Infrastrukturprogramm natürlich die Schulden weiter anheben. Wir sehen jetzt seit Januar 2020 ist die Wirtschaft in den USA um 114 Milliarden Dollar gewachsen. Die Schulden allerdings um den Faktor 43, nämlich knapp 5 Billionen Dollar. Da stimmt also die Relation, gell? Hast du ein mickriges Wirtschaftswachstum, kannst du dir natürlich 43-fache Verschuldung leisten. Das ist sozusagen das, was jetzt hier völlig aus dem Ruder läuft. Und da kommt es auf das eine oder andere Billionchen halt nicht mehr an, denkt man sich. Und vor allem nicht auf Milliarden. Jetzt hat der US-Senat beschlossen, ein Milliardenpaket zu genehmigen im Wettbewerb mit China. Man will Technologie und Forschung. Da will man 250 Milliarden Dollar reinbuttern. Da sagte Chuck Schumer, der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, also wenn wir nichts tun, dann werden unsere Tage als dominante Supermacht gezählt sein. Die sind wahrscheinlich schon gezählt, liebe Amerikaner. Ihr habt es noch nicht so ganz registriert, aber gut. Ne, es ist halt, wie es ist. Und abschließend sehen wir, dass jetzt der Verkehr in europäischen Städten wieder auf dem Niveau ist. Erstmals seit der Corona-Krise. Wir sind also jetzt letztendlich in einer ähnlichen Verkehrssituation. Das mögen manche eher bedauern, die durch die Stadt fahren müssen, wie vor der Corona-Krise. Das ist eine wichtige Entwicklung, die das Leben normalisiert sich so langsam, hat man das Gefühl. Es wird auch Zeit, das Wetter ist schön, all das sorgt doch für Optimismus. Wir sehen Bitcoin jetzt in einer Erholungsbewegung, greifen diese Parallelen vor allem zu den Meme-Aktien und schafft der S&P 500 den Ausbruch? Ja oder nein? Das ist die Frage, meine Damen und Herren. Ich entlasse Sie jetzt in einen wunderschönen, sonnigen Mittwoch. Ich wünsche das Allerbeste. Servus und ciao.